Herzlich willkommen in Wolfsburg in der Volkswagen Arena. Wir sind heute bei Diego Benaglio auf Besuch. Diego Benaglio ist einer der erfolgreichsten Torhüter der letzten Jahre. Wir wollen mit ihm über direkte Immobilieninvestitionen sprechen und wie er sein Geld dort angelegt hat. Viel Spaß! Hallo Diego, herzlichen Dank für deine Einladung in die Volkswagen Arena in Wolfsburg. Sehr gern, haben wir gefreut. Diego, wir wollen ja heute mit dir über Geldanlagen sprechen, genauer genommen um die Geldanlage in Immobilien. Wie viele wissen und wo ja kein Geheimnis ist, Spitzensportler wie du in einer der begehrtesten Liga hier in der Bundesliga in Deutschland haben ein entsprechend hohes Einkommen. Wir konnten aus den Medien entnehmen, dass du dein Geld in unterschiedliche Bereiche investierst. Unter anderem würde uns eben von Crowdly sehr interessieren, was oder wie die Vorsorge in Immobilien, was für ein großes Thema das für dich ist. Ja, also ich habe ganz klassisch angefangen mit der Eigentumswohnung, die ich dann vermietet habe. Mittlerweile ist es aber so, dass ich das ein bisschen geändert habe. Mittlerweile besitze ich mehrheitlich Mehrfamilienhäuser, wo ich aber auch in dem Sinn vermiete. Ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass das für mich der bessere Weg ist. Okay, das heißt, du investierst größtenteils direkt in Immobilien und nicht über welche Immobilienfonds oder kodierte Immobiliengesellschaften? Genau, ich finde, man ist, wenn man direkt investiert in Immobilien, zum einen unabhängiger, zum anderen hat man natürlich auch nie bei so Fonds den genauen Überblick, was für Immobilien wirklich in diesen Portfolios drin sind. Und zum anderen hat man eben auch viel weniger Mitspracherecht. Also somit sind wir zum Schluss gekommen, dass direkt investieren für uns der bessere Weg ist. Bessere Weg ist, okay. Du hast anfänglich erwähnt, dass du in eine Eigentumswohnung investiert hast, jetzt aber nur noch in Mehrfamilienhäuser. Was sind die Beweggründe genau? Ja, also grundsätzlich bei der Eigentumswohnung war das Problem, es ist relativ viel Aufwand bei wenig Ertrag gewesen. Es hat also Aufwand in dem Sinn, dass man sehr, sehr viel Arbeit hat, in dem Sinn selber müssen, investieren. Man hat sich sehr um alles eigentlich selber müssen kümmern. Zudem hast du natürlich bei der Eigentumswohnung immer auch das Problem, wenn sie mal leer stehen sollte, hast du halt in dem Sinn dann wirklich einen Mietausfall. Wo das Risiko, glaube ich, bei einem Mehrfamilienhaus doch geringer ist. Ich denke, dass plötzlich alle Parteien in einem Mehrfamilienhaus gleichzeitig ausziehen, ist eher ein Seltenheitsfall. Und somit, ja, bei den Mehrfamilienhäusern haben wir uns auch entschieden, dass wir in dem Sinn eine Verwaltung beauftragt, eine professionelle Verwaltung beauftragt, die sich halt um die Immobilien kümmert. Und somit bleibt dann auch für uns persönlich in dem Sinn weniger Aufwand mit der Immobilie. Okay. Ich merke schon, du hast deine Erfahrungen gesammelt. Was sind so die weiteren Kriterien, wenn du in Immobilien investierst? Hast du da klare Richtlinien? Ja, also grundsätzlich geht es natürlich darum, zuerst mal abzuschätzen, in was für einem Zustand eine Immobilie ist, was natürlich auch das Verhältnis ist, wie ist die Auslastung von so einer Immobilie. Dann kommt natürlich zu Situation oder der Ort, wo ist die Immobilie, was ist so in der Umgebung geboten, hat es Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, hat es Schulen in der Nähe, vielleicht gute Verkehrslage. Das sind alles natürlich Kriterien, wo wir in dem Sinn dann in unserer Entscheidungsfindung natürlich einfließen lassen. Und zudem kommt dazu, dass wir meist auch Immobilien nicht irgendwo direkt in einer Großstadt uns angeschafft haben, sondern mehr in der Agglomeration. Weil dann doch ja natürlich, was die Renditen angeht, das auch ein bisschen der bessere Weg ist. Das heißt, du investierst hauptsächlich in die klassischen B- und C-Lagen, nicht in die A-Lagen, wo einen höheren Kaufpreis haben, sondern in die B- und C-Lagen, wo dann dementsprechend durch einen tiefen Kaufpreis auch eine höhere Rendite schlussendlich erwirtschaften lässt. Richtig, genau. Du als Spitzensportler und Spitzenverdiener, wo liegen deine Renditeerwartungen? Mir ist natürlich wichtig, dass eine gute Verzinsung vom eingesetzten Eigenkapital da ist. Ich denke, das hat immer, wenn man in Immobilien als Renditeobjekt investiert, sollte das eigentlich mehr oder weniger oberste Priorität sein. Wo respektive wie sieht die Refinanzierungsstrategie von dir aus, auch bezüglich der Nullzinspolitik?
wo ja dementsprechend nicht nur in der Schweiz stattfindet, sondern auch in Deutschland. Genau, deswegen haben wir uns auch entschieden, das relativ langfristig anzugehen. Sprich, wir haben Hypotheken, die auch über die nächsten 15 Jahre zum Beispiel laufen. Okay, langfristiger Horizont. Genau. In dem Fall wirst du in der Zukunft dementsprechend noch weiter in Immobilien investieren? Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ja. Eben gerade aus den besprochenen Punkten heraus sind wir zum einen bisher mit dem sehr, sehr gut gefahren, zum anderen ist es, glaube ich, immer auch eine gute Chance, sein Geld so sehr sinnvoll zu investieren. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass wir in die Richtung noch mal etwas machen werden in Zukunft. Dann darf ich eigentlich so zusammenfassend aus der Sicht von Crowdly dementsprechend würdest du jedem, der sein Geld gewinnbringend anlegen möchte, natürlich immer mit dem Investitionsrisiko, wo besteht, kannst du das dementsprechend empfehlen? Ja, aufgrund von der Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich das definitiv empfehlen. Wichtig ist natürlich einfach immer auch, dass man zum einen sehr, sehr gut beraten ist, dass man die richtigen Leute um sich herum hat, die einem eben auch bei den Entscheidungsfindungen helfen. Und zum anderen, dass man natürlich auch eben für sich selber dann die richtigen Objekte findet. Wenn die Grundlagen gegeben sind, dann kann ich eigentlich jedem nur dazu raten, das zumindest ins Auge zu fassen oder sehr ernsthaft darüber nachzudenken, in Immobilien zu investieren. Ich denke oder sehe, dass du dann in Zukunft finanziell gut aufgestellt bist. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für die Einladung hier in den Allerpark in Wolfsburg, in deine Heimat oder Arbeitsstätte sozusagen, und wünsche dir für die Zukunft und natürlich einerseits privat und hier in deinem Beruf alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke, Diego. Wie wir sehen, ist die attraktive Form der direkten Anlage in Immobilien gerade bei wohlhabenden und prominenten Leuten, welche gewinnbringend für die Zukunft investieren wollen, ein großes Thema. Wir von Crowdly haben uns zur Aufgabe gemacht, diese Anlageform nun einer viel größeren Anlegerschicht zugänglich zu machen, sodass auch du schon mit einem kleinen, überschaubaren Investitionsbetrag von vielen Vorteilen eines Mehrfamilienhauses bzw. einer direkten Immobilieninvestition profitieren kannst. Realer Gegenwert in Form eines Grundbucheintrages mit Namen und Wertquote, direkte Beteiligung an der Wertentwicklung der Immobilie, ein persönliches Mitspracherecht und vieles mehr. Werde auch du ein Crowdly. Alles Gute!